Die spirituelle Bedeutung der Sonnenstürme und diese ungeheure Kraft, die sich dabei entfaltet, das wirst du in der äußerst wichtigen Botschaft von Erzengel Michael heute erfahren. Die Aktion der Engel ist wichtig und die Engel werden aktiv. Dies ist eine Botschaft, die wir alle hören müssen, hat Erzengel Michael zu mir gesagt, und ich freue mich, dass du hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind mit unseren Partnerinnen und Partnern über Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale im deutschsprachigen Raum für Webinare in der Bewusstseinserweiterung. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt hören möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was gerade passiert, nämlich diese heftigen Sonnenstürme. Und gerade jetzt im Juni kann es häufiger vorkommen, dass wir diese sogar auf der Erde wahrnehmen. Schaut euch mein Hintergrundvideo an. Ich habe da so ein bisschen, ja, stilisiert, wie es auf der Sonne gerade zugeht. Und diese zunehmende Sonnenaktivität hat ja Konsequenzen für die Menschen und für die Erde. Es kann sein, dass ihr euch vielleicht in den letzten Tagen ein bisschen unwohl gefühlt habt, dass ihr vielleicht gefühlt habt, der ganze Körper tut irgendwie weh, die Ohren dröhnen oder man kann nicht so gut atmen, man fühlt sich vielleicht alleine. All das sind solche Gefühle, die durch diese extremen Sonnenstürme entstehen. Und ich kann es nachfühlen, mir ging es nämlich auch so. Und dann habe ich Erzengel Michael gerufen und gesagt, bitte, was ist denn los? Was hat das für uns auf der Erde zu bedeuten? Und das wirst du nachher gleich in seiner Botschaft hören. Die Sonnenstürme ist ja nichts Neues. Das heißt, wir kennen sie schon länger. Und gerade jetzt in diesem Jahr und bis 2025 wird sich die Intensivität noch steigern, wird vorhergesagt. Das heißt also, es ist gut, wenn wir uns ein bisschen darauf einstellen, damit es uns nicht, ja, so schwer fällt, durch diese Zeit hindurchzukommen. Denn letztendlich sind die Sonnenstürme eine Hilfestellung der Engel für uns. Und wie wir damit umgehen können, das werden wir gleich erfahren. Also wenn jetzt diese Sonnenflecken, man sagt Sonnenflecken auf der Oberfläche von der Sonne sich bilden, dann brodelt diese Energie so sehr und gerade an den Stellen wird die Temperatur um 1000 Grad abgesenkt und dadurch entsteht dann so ein Sturm und diese Teile aus diesem Sturm, die kommen, können also bis auf die Erde kommen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber sie können ihre Auswirkungen auf der Erde erzeugen und wir fühlen das dann körperlich. Es ist ja so, diese Sonnenstürme treten verstärkt alle 11 Jahre auf und jetzt wird es also bis 2025 noch eine Steigerung geben. Danach wird es wieder abfallen. Also wir befinden uns gerade in so einem Höhepunkt, in so einem Maximum in diesem Zyklus. Und es ist letztendlich ein Geschenk, denn diese große Sonnenaktivität, sie bringt zwar viel durcheinander, aber sie wird auch in uns etwas Neues aktivieren, eine neue, ungeahnte Kraft. Natürlich wird es Schwankungen im Magnetfeld der Erde geben, Schwankungen in unseren Elektrogeräten, vielleicht auch im Internet. Also das gehört dazu. Aber es ist ja auch irgendwie klar, bei so einer riesengroßen Kraft, die hier strömt, da tut sich natürlich was und wir spüren es also nicht nur körperlich, wie die Hochsensiblen unter uns, sondern dann auch noch im Umfeld. Erzengel Michael sagt, wir brauchen keine Angst zu haben und es ist wichtig, wenn wir in unserer Mitte bleiben. Ich weiß, das sagt die geistliche Welt immer wieder, aber sie haben ja auch recht. Und er wird uns jetzt dann gleich in seiner Botschaft darüber berichten, was dies alles zu bedeuten hat und warum uns diese Energie letztendlich nutzt.
Und gerade weil wir von Energien sprechen, die geistige Welt stellt uns so viele Energien zur Verfügung. Das war jetzt auch in unserem letzten Webinar von der Arcturus-Schule so interessant. Und ich habe auch von euch so viele Rückmeldungen bekommen. Ich danke euch dafür, wie diese Energie für euch so schön war und wie ihr auch mit diesem energetischen Finger so sehr schön gewirkt habt und bei euch alles jetzt zu Hause in einer Harmonie der Energien ist. Das hat mich sehr gefreut. Und wer da noch mehr darüber wissen möchte, unter dem Video findet ihr einen Link, wo ihr da ein bisschen nachlesen könnt. Was ich euch auch noch sagen wollte, das ist, ihr könnt gerne auch auf meinem Telegram-Kanal kommen und dort euch informieren, was alles da gepostet wird. Es werden sehr viele interessante Tagesenergien gepostet und es gibt sehr viel Unterstützung auch im Alltag. Das ist alles kostenlos für euch, ihr Lieben. Auch der Link steht unter dem Video. Jetzt sprühe ich mich mit der Essenz mit dem Auraspray von Erzengel Michael ein, damit ich mich so richtig schön einschwingen kann in seine Energie. Du zu Hause, du brauchst eigentlich gar nicht viel zu machen, sondern du kannst dich hinlegen, die Augen schließen und genießen. Ich schicke mal ein bisschen Energie rüber und dann beginnen wir gleich mit der Botschaft. Geliebte Menschen, Familie. Ich lade euch heute zu einer Botschaft von Erzengel Michael ein und ich bitte dafür um die Energien des Schutzes, sodass wir alle unter diesem Schutz die Botschaft hören und genießen können. Geliebte Menschenfamilie, geliebtes Volk der Erde, es spricht Erzengel Michael. Und ich sage euch, es ist an der Zeit, aus eurem Schlummer aufzuwachen und euch daran zu erinnern, wer ihr in Wirklichkeit seid. Denn ihr seid alle göttliche Wesen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Ihr seid die leibhaftige Liebe und es ist an der Zeit, dass ihr beginnt, so zu leben. Die heutige Botschaft soll eine sanfte Erinnerung daran sein, dass ihr nicht alleine seid. Wir, die Engel, wir sprechen gerne über Bilder oder versteckte Botschaften zu euch. Und heute möchten wir euch auf die Sonnenstürme hinweisen. Denn sie tragen eine wichtige Botschaft für die Menschen. Die Sonne ist ein Symbol des Göttlichen und ihre derzeitige Aktivität ist ein Zeichen dafür, dass es für dich an der Zeit ist, dich an deine wahre Natur zu erinnern. Du bist die verkörperte Liebe, das Licht und die Kraft. Es ist an der Zeit, das auch zu leben. Die Sonnenstürme sollen euch daran erinnern, dass ihr alle, genauso wie wir die Engel, mit der göttlichen Quelle der Liebe und des Lichtes verbunden sind. Wir alle sind miteinander verbunden. Wir sind alle eins. Was dem einen passiert, passiert uns allen. Und wenn ihr euch daran erinnert,
könntet ihr beginnen, die neue Welt zu manifestieren, das, was gerade existiert, zu verändern. Ihr könntet beginnen, in Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben. Ihr könntet den Himmel auf Erden schaffen, so wie ihr es gerne sagt. Alles beginnt damit, dass ihr euch daran erinnert, wer ihr wirklich seid. Unendliche Wesen aus Liebe, Licht und Kraft. So nehmt euch bitte heute einen Moment Zeit, um euch mit eurem höheren Selbst zu verbinden und die Energie der Sonnenstürme zu nutzen, denn sie bringen eine ungeahnte neue Kraft auf die Erde. Die Sonnenstürme sind ein Zeichen dafür, dass wir uns in ein neues Zeitalter des Lichtes und der Liebe bewegen. Lasst uns zusammen diese Wahrheit leben. Wir, die Engel, handeln, denn wir wissen, wie sehr eure Seelen verletzt wurden. Wir wissen, dass viele von euch durch die Gefühle von Groll, Lügen oder Trennung sich schlecht fühlen. Denn diese Energien sollen die Seelen der Menschen vergiften. Aber wir sagen euch, die Wunder der Heilung geschehen in euch selbst. Die Wunder der Heilung von diesen belastenden Energien werden geschehen. Gott sucht immer eure Nähe. Nur versteht ihr es oft noch nicht. Die Sonnenstürme erinnern uns daran, dass wir alle mit der göttlichen Quelle der Liebe und des Lichtes verbunden sind. Wir sind alle miteinander ein einziges verbundenes Wesen. Was einem von uns passiert, passiert uns allen. Wenn wir uns daran erinnern, können wir beginnen, die Welt zu verändern. Und so könnt ihr beginnen, in Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben. Wir sagen euch, ihr könnt alles schaffen. Und so stehen wir, die Engel, an eurer Seite und ermutigen euch, aktiv zu werden. Und nun werden wir die Kraft der Sonnenstürme in euch verankern und ihr werdet es fühlen. Ihr werdet diese große Kraft in euch fühlen, die alles verändern wird. Ihr werdet spüren, wie die Liebe Gottes in eure Herzen eindringt und ihr werdet von dieser Liebe erfüllt sein. Und wenn ihr bereit seid, werden wir nun beginnen. So legt eure Hände auf den Bauch, auf euer Sonnengeflecht und fühlt die Nähe der Engel, die Nähe von mir, Erzengel Michael, und die Kraft der Sonne. Diese Kraft der Sonne wird nun in euch hineinfließen. Sie wird das Zentrum der Kraft in euch berühren und
mit hoher Energie anfüllen. Vielleicht spürt der eine oder der andere ein Pulsieren, eine Wärme. All diese Gefühle sind richtig, denn die Energien beginnen sich in dir mit deiner Energie zu verbinden. Sie suchen sich ihren Weg, stärken dich, geben dir das Gefühl der Zuversicht und des Vertrauens. Und so strömen diese Energien durch deinen ganzen Körper, in jeden Zellkern hinein. Und du spürst diese große Kraft der Sonne in dir. Du spürst auch ein Gefühl des Glücks und der Harmonie. Und du weißt, dass alles gut werden wird. So genieße noch ein wenig diesen Moment und spüre das große Licht, das Sonnenlicht, wie es sich in dir ausdehnt. Und wir sagen dir, du bist bereit. Und du darfst beginnen, deine Welt zu verändern, so wie du es möchtest, denn du trägst die Kraft der Sonne in dir. Ihr lieben Menschen, denkt daran, dass ihr niemals alleine seid, denn wir die Engel, wir sind immer bei euch. Und so verabschiede ich mich, Erzengel Michael, von dir. Eine große Transformation der negativen Energien hat stattgefunden. Und dafür trägst du nun die Kraft des Lichtes der Sonne in dir. Fühle, dass ich bei dir bin, auch wenn ich mich jetzt verabschiede. Und du langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurückkommst und spürst, dass du wieder ein Stück gewachsen bist. Ihr Lieben, es war wunderschön, dieses Geschenk. Und ich hoffe, ihr kommt jetzt leichter mit dieser großen, großartigen Sonnenenergie zurecht. Und wenn ihr euch jetzt die Tage so ein bisschen schwach fühlt, wiederholt einfach die Botschaft, denn die Energien wirken jedes Mal aufbauend und stärkend. Und so darf ich mich verabschieden, voller Liebe, mit der Sonne im Herzen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Eine Herzensumarmung für euch alle. Bis bald!